immer eine kurze Anmoderation, weil das trotzdem irgendwie dazugehört zu einem Video, was nachher im Internet ist. Deswegen sage ich das jetzt hier nochmal so. Hallo und herzlich willkommen zu diesem zur letzten Einheit des JBJ-MOOCs, dem Online-Kurs für digitale Jugendbeteiligung. Und das ist diese Abschlussfeier hier. Und wir haben uns hier in kleiner, gemütlicher Runde zusammengefunden und wollen synchron live nochmal ein bisschen diese Sache hier, die wir gemeinsam erleben durften, miteinander Revue passieren lassen. Die es danach sehen, für die ist das sozusagen jetzt schon Vergangenheit. Mal kurz überlegen, genau. Aber das Video wird weiterhin sozusagen zur Verfügung stehen. Wir wollen das Ganze nämlich aufzeichnen. Deswegen hier nochmal die Ankündigung für die, die in der Zukunft sozusagen zu uns gucken. Ansonsten hallo und willkommen an die, die jetzt hier sind, im Hier und Jetzt. Es ist der 23. April 2018, um uns alle nochmal abzuholen. Die letzte Woche des JBJ-MOOCs hat begonnen und bei uns sind ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen könnt, Moment, so, die Initiatorinnen und Initiatoren und Kursdurchführenden, Verena Ketter von der Hochschule Esslingen, Sophia Sandmann vom IAB, Jugendbeteiligen Jetzt Projekt und Jürgen Ertelt ebenfalls von Jugendbeteiligen Jetzt, Projektkoordinator und ein Teilnehmer. Hallo Mike. Und Tutor Mike. Und genau, und es sind noch ein weiterer Teilnehmer noch dazu. Also jetzt nochmal die Info an euch. Alles, was ihr jetzt hier sehen könnt, wird auch später im Video sein oder jetzt im Video sein. Aber nur wenn das Video schön wird. Nur wenn das Video schön wird. Okay, dann geben wir uns alle Mühe, dass das Video schön wird. Gut, okay, machen wir so. Gut. Wir haben nochmal eingeladen als kleine Abschlussfeier, um das ganze Revue passieren zu lassen. Wie war der JBJ-MOOC? Ich frage mal so eine erste Runde rum. Jürgen Ertelt, wie war denn der JBJ-MOOC? Ja, überraschend gut besucht. Also wir hatten überhaupt nicht mit so vielen Teilnehmerinnen gerechnet, sondern ich wäre ja schon so bei 50, wäre ich ja schon bereit gewesen, ein Glas Sekt zum Anstoßen zu nehmen. Bei 100 hatte ich ja schon die Kiste Sekt schon in Gedanken gehabt, die kommt auch noch. Also es müssen jetzt nicht viermal die Kiste Sekt sein, aber ich war sehr überrascht, dass es so viele Teilnehmerinnen sind und wohl auch ganz viele Leute dabei in der Teilnehmerliste, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, dass sie was in dem Bereich machen bzw. interessiert sind am Thema digitale Jugendbeteiligung. Also von daher ist der MOOC nicht nur etwas, mit dem man auch Selbstlernen anstoßen kann und ein Interesse weckt und Wissen vermittelt, sondern auch etwas, was einen Vernetzungsbeitrag leistet. Also gerade in den Foren, wo ja auch diskutiert wurde, fand ich sehr bemerkenswert, wie eben halt die Dinge auch interessiert aufgegriffen wurden. Mal weiter, mal einmal die Runde rum. Wir sind ja so überschaubar von der Größe hier. Verena, wie war der JBJ-MOOC für dich, für euch, für die Hochschule Esslingen? Noch ein bisschen, mach dich mal wieder an. Oder kann ich das auch machen? Ja, du kannst mich auch onschalten. Aber Lass ich noch habe mal es bitte. gerade gemacht. Genau. Ja, also auch für uns in Esslingen war es toll. Ich habe die Studierenden am Anfang mal gesehen gehabt, tatsächlich präsent und dann überhaupt nicht mehr. Und habe heute noch mal reingeguckt. Insgesamt haben wir ja eine hohe Teilnehmerzahl in der Liste. Es sind zwar auch der eine oder die andere doppelt angemeldet, aber da waren auch wirklich sehr viele aktiv. Also an der Zwischenevaluation haben wir ja Rückmeldungen von 118 Teilnehmern bekommen. Und das finde ich ja mal eine ganz schön stolze Rückmeldung. Also von daher ist das schon ja so nachvollziehbar, dass da sehr viele aktiv waren. Und was ich eben aus der Perspektive von Esslingen nochmal ganz toll fand, ist eben diese Kombination, dass ja hier wirklich eine Verknüpfung, eine Vernetzung zwischen Theorie und Praxis auch stattgefunden hat. Also dass die Studierenden hier auch nochmal ja wirklich so Einblicke in die Praxis bekommen haben. Vielleicht jetzt für alle, die den Gesamtzusammenhang nicht so richtig jetzt im Moment vor Augen haben, ist, dass Verena Ketter letztes Semester quasi die gesamten Inhalte produziert hat und ließ sozusagen durch eine sehr engagierte Studierendengruppe innerhalb eines Seminars und dieses Semester, im laufenden Semester,
also andere Studierende, die wiederum diesen MOOC jetzt besuchen und sie sozusagen Teil dieser Bewegung jetzt im Moment für diesen Kurszeitraum sind. Das vielleicht noch zur Erklärung, dass wir es mit sehr besonderen Umständen zu tun haben, wofür wir persönlich sehr dankbar sind, dass es so ein großes Engagement schon im Vorfeld gab und auch während der MOOC-Laufzeit. Machen wir noch mal die Runde rum und gehen zu Sophia. Sophia Sandmann, wie war denn der JBJ-MOOC für dich? Für mich war der JBJ-MOOC super spannend. Allein schon die Idee, den MOOC partizipativ zu erstellen mit den Studierenden der Hochschule Esslingen, fand ich richtig mutig. Wir wurden auch nicht unbedingt immer nur bestärkt in unserer Idee und haben trotzdem dran festgehalten und das auch erfolgreich. Das finde ich richtig stark, dass so viele tolle Produkte dabei rausgekommen sind, was nicht von vornherein klar war, auf jeden Fall. Auch da in der Phase war ja die Kommunikation auch ein großer Aufwand, immer wieder zwischen den verschiedenen Akteuren, die in verschiedenen Städten saßen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das ist uns ganz gut gelungen, denke ich. Und dann finde ich als weiteren Aspekt eine große Lernkurve, glaube ich, auch die auch jetzt im Nachhinein nochmal zu betrachten, ist das kollaborative Lernen. Also einerseits natürlich das bereitgestellte Wissen im MOOC selber und dann aber auch die Möglichkeit der Teilnehmenden untereinander sich zu vernetzen und über das, was dort bereitgestellt wird, zu sprechen, wie das aufgenommen wurde, was daran gut war oder was man noch verbessern kann, welche Kanäle da vielleicht im nächsten MOOC zur Verfügung gestellt werden können. Genau, wie das so insgesamt geklappt hat, das finde ich nochmal eine ganz spannende Geschichte, das zu evaluieren. Schön. Vielen Dank für die Einschätzung. Für die jetzt, bevor ich das Mike nochmal frage, die jetzt per Chat, also die live dabei sind, die können natürlich auch gerne sich hinzuschalten, und per Video zu sehen zu sein und sich per Sprache auch hinzuzufügen. Aber natürlich auch Fragen im Chat zu stellen und Einschätzungen im Chat zu geben. Das würden wir dann nochmal kundtun und laut machen, für alle nochmal sichtbar. Aber zu dir, Mike. Du hast ja quasi mit deiner Person eröffnet und vielleicht hast du es schon gesehen, auch in der letzten Folge und der letzten Episode bist du sozusagen nochmal zu sehen. Wie war der JBJ-MOOC für dich? Bist du jetzt zu hören? Kannst du dich lauter machen noch, Mike? Nee, ich habe nur das eine Mikro. Ich höre ihn nicht. Ich kann ihn auch nicht hören. Schade. Das sieht so aus, wie ich habe eine Idee. Das Mikrofon ist eingeschaltet bei dir, Mike. Zwischenzeitlich. Oh. Okay. Gut. Zwischenzeitlich kam noch ein Feedback von einem Teilnehmer, Dieter, der sagt, mein Feedback, die Zeiteinteilung, vor Ort zu sein für die Kids und wenn es passt, reinzuschauen, ob ganz früh oder spät abends. Also sprich, ist tatsächlich so, interpretiere ich das jetzt mal und verstehe es, zu schauen, in so ein Selbstlernangebot wirklich auch so zu nutzen, wie es einem passt und nicht zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort sein zu müssen. Wie jetzt hier zum Beispiel, muss man ja nicht, kann man sich auch nachher anschauen. Das wurde als, glaube ich, sehr positiv wahrgenommen und auch bestärkt sozusagen, dass das denn ein guter Weg gewesen ist. Ansonsten war sehr interessant, schreibt Mike, ich kannte ja nur Padlet und Etherpad aus der Nutzung, die anderen Sachen kennenzulernen war super. Die anderen Tools sozusagen, die jede Woche vorgestellt wurden, fandst du super. Und die vielen Leute. Mike hat auch, ich habe das sogar ein bisschen beobachten können, auch viel auch im Forum, also einiges im Forum auch teilgenommen. Da würde mich nochmal interessieren an die beiden, die jetzt auch aktiv schreiben, Dieter und Mike. Wie habt ihr das Forum wahrgenommen? Wie kommt da, was gibt ihr da für eine Rückmeldung? War das in Ordnung? Bekannte Leute und neue, okay. Bekannte Probleme und neue Probleme, aha. Okay. Wahrscheinlich bezogen auf die Verbindung. Wir könnten ja noch einen Online-Kurs machen, wie du das mit dem Mikrofon hinbekommst, Mike. Du musst unten rechts eben halt auf das Lautsprechersymbol und dann umschalten auf die Record, also nicht Wiedergabe, sondern Aufnahme. Und dann kannst du dein Mikrofon mit dem Schieberegler hochfahren. Dann werden wir dich hören. Mhm. Ah. Besser?
Da ist er. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Super, schön. Handelndes Lernen. Durch den Herrn Erfeld an Erfeld an. Ja, ich bin nicht auf der Homepage, ich bin in der App drin von dem Adobe und da ist das ein bisschen anders alles. Siehst du? Siehst du? Ja, soll ich nochmal sagen? Sehr gern, sehr gern. Ja, also war super spannend, weil ich ja auch nur zwei schon mal live benutzt hatte und den Rest mal kennenzulernen, war auch immer schön erklärt. Und dann die ganzen Leute, die auch von ihren Erfahrungen berichtet haben, welche Probleme sie haben. Also Probleme, die man kennt, wenn man schon Beteiligung und digitale Beteiligung macht. Und auch neue Probleme. Ich erinnere mich an die eine Frau, die geschrieben hat, sie dürfen gar nichts in der Schule machen, weil das bei ihnen dann nicht als freiwillig gilt. Ich stürme die Schule einfach. Ich meine, die kommen trotzdem freiwillig, aber ich darf immerhin rein, ne? Und beim Forum, am Anfang habe ich noch ganz fleißig, wie zu meinen Anfangszeiten bei Facebook, alles gelesen, was gepostet wurde. Aber mittlerweile musste ich aufgeben, waren einfach zu viele Einzelforen und da bin ich nicht mehr mitgekommen. Kurze direkte Rückfrage, weil ich das jetzt gerade anbiete. Vielleicht auch an vielleicht beide, auch beide geht er auch Austausch. Im Forum schreiben, habt ihr diese Einrichtungsforen detailliert aus dem Sichtraum nicht wahrgenommen? War das eher hilfreich? Eher dann doch zu viel. Also insgesamt war es mir dann zu viel am Ende. So am Anfang noch die Aufteilung in Fragen zum Ablauf und zu den Themen, aber als dann jede Lektion ihr einzelnes bekommen hat und dann die einzelnen Tools nochmal, da wurde es mir echt zu viel. Ja. Dann Lass uns mal ganz kurz die Teilnehmerin, die noch kommen, ist da auch schon herzlich eingeladen, gerne auch zu beteiligen. Wollen wir noch mal in den letzten Wochen gerne noch mal alle zusammenfassen, über wie komme ich mit meinem Tool sprechen, soll natürlich auch so ein bisschen bündeln, wenn ich euch alle jetzt so ein bisschen frage. Oder ich frage euch jetzt alle mal, die jetzt hier sind. Habt ihr einen Tipp? Ich habe jetzt so ganz viel, also muss ich sehen, normaler Teilnehmerin dieses Kurses, ich habe ganz viel jetzt mitbekommen an Tools. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter voran? Wo finde ich Orientierung? Vielleicht fangen wir mit Jürgen an bei dieser Frage. Also es funktioniert eigentlich nur durch Ausprobieren. Und es liegt natürlich eine ganze Ecke daran, auch mit welchem Thema und mit welchen Adressatinnen ich zu tun habe. Also welches Alter, in welchem Zusammenhang, ist es eine Konsultation, ist es ein beständiger Prozess, ist es etwas Spielerisches, ist es etwas, wo auch ad hoc sich nur eingebracht werden sollen, ist es eine Umfrage, ist es was Kollaboratives. Also all solche Aspekte muss ich natürlich entsprechend berücksichtigen. Aber ich muss auch selber das Gefühl haben, dass mich das Tool auch interessiert, dass ich mich darin wohlfühle, wenn ich es mit anbiete und betreue, wenn ich dort moderierend unterwegs bin, wenn mir selber als derjenige, der die Beteiligung, Prozesse begleitet, nicht wohlfühle, mich selber dort, was ich verhaspel, dann hat es natürlich auch keinen Zweck, es zu wählen. Also es muss für alle gut passen. Und mitunter muss man mehrere Sachen auch verbinden. Also nicht in jeder Phase braucht das gleiche Tool, sondern kann am Anfang natürlich dann eher auch einfach unverbindlichere Sachen, spielerische Sachen nutzen und zum anderen späteren Zeitpunkt, wenn es darum geht, tatsächlich einen Ausgleich zu finden, Kompromisse zu suchen und zu finden, einen gemeinsamen Text zu entwerfen, da kann man dann auch komplexere Software nutzen. Also insofern kann nie die Entscheidung sein, ich lege mich fest von vornherein auf ein Tool, sondern es muss für mich persönlich passen, für das Thema passen, für die Teilnehmer und natürlich auch quasi für die Stufe der Beteiligung innerhalb des Beteiligungsprozesses. Ich kann die Frage noch ein bisschen weitergeben.
wer auch immer sie beantworten möchte, gibt es da noch so einen Pro-Tipp? Also wenn ihr sagt, oh, wie fange ich jetzt an? Ja, ich habe irgendwie Lust, was zu machen in dem Feld. Oder der Bürgermeister hat gesagt, ich soll was machen. Das sind ja manchmal unterschiedliche Gründe. Woran gehe ich jetzt, wie gehe ich jetzt vor? Was sind meine ersten Schritte? Ich habe den JBJ-MOOC besucht. Also das könnte man jetzt voraussetzen. Wir sind ja in Woche 6, also haben die den alle jetzt sozusagen sich angeschaut. Was tue ich jetzt? Habt ihr einen Tipp? Ja, also ich würde einfach im Kollegienkreis anfangen. Also tatsächlich nicht warten, bis dass ich eine Gruppe von Jugendlichen zusammen habe und dann den Testballon starten, sondern es gibt ja auch mal eine ganze Menge zu verhandeln und Kompromisse zu suchen und zu finden im Mitarbeitendenkreis. Und insofern ist vielleicht ganz gut, einfach auch mal mit dem Etherpad oder auch mit dem Padlet gemeinsam Ideen zu sammeln, dass man einfach auch bei Twisida eine eigene Abstimmungsvariante mal durchläuft mit den Kolleginnen, um dafür einfach ein Gefühl zu bekommen. Auch komplexere Software sollte man sich einfach auch vorher im Mitarbeitendenkreis dann auch ja nochmal ausprobieren, zu Gemüte führen. Bevor man einfach drauf losmacht, kann man auch, ja, aber das Risiko ist natürlich hoch, dass man darüber stolpert. Insofern einfach ausprobieren. Und ich fände es sowieso schon mal auch zum Bewegen der sogenannten Beteiligungskultur für sinnvoll, wenn man erstmal das, was man als Anspruch erhebt, mehr Jugendliche zu beteiligen, das vielleicht dann auch in der eigenen Institution tut. Also damit fängt es ja eigentlich an, wenn man selber für sich auch ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn man auch Ideen einbringen soll und Dinge aushandelt, dann hat man ja selber auch schon, sage ich mal, auch einen besseren Zugang zur Argumentation, zum Austausch und zum gemeinsamen Formulieren. Insofern mehr Beteiligung untereinander ist schon mal eine gute Voraussetzung, um auch Beteiligungsprojekte besser begleiten zu können. Gibt es denn da so Stellen im Internet, wo man sich, das Internet ist ja voll von Inhalten, gibt es denn da so Stellen im Internet? Sophia kennt vielleicht eine. Ja, natürlich unsere Seite Jugend beteiligen jetzt. Da gibt es ganz viel Hilfestellung, die man sich zu Gemüte führen kann, in Form von Checklisten zum Beispiel. In unserem Download-Bereich ist das zu finden. Da sind ganz viele Fragen formuliert, die ich an meinen eigenen Beteiligungsprozess quasi stellen kann. Da kann ich dann quasi mich selber verorten, an welcher Stelle befinde ich mich gerade, was ist geklärt, was ist ungeklärt, das muss ich auf jeden Fall noch wissen. Und ich glaube, das hilft einem dann auch ganz viel dabei zu entscheiden, okay, wie weit kann der Prozess eigentlich online ablaufen? Wie viel müssen wir in sogenannten Offline-Veranstaltungen klären? Und ja, vor allem auch, was kann denn tatsächlich als Wirkung am Ende herauskommen? Also was will ich erreichen? Und dafür muss ich ja, das muss ich ja vorher wissen, bevor ich überhaupt sagen kann, das und das Tool kann ich benutzen. Also kann ich das überhaupt leisten oder nicht? Genau. Ich an, ja. Ich hatte ja oft die Möglichkeit, das auch im Forum nachzulesen, weil wir ja auch jede Woche immer wieder auch zum Selbsterkunden eingeladen haben mit Testaccounts und Testumgebungen und so weiter, weil uns das ja natürlich auch sehr wichtig war. Da kam immer wieder das gleiche Problem auf, will ich jetzt mal ansprechen, unter uns sozusagen, also nicht unter uns, sondern die wir hier zusammen sind, war das Problem der Registrierung. Also sprich, natürlich haben wir das zur Verfügung gestellt, aber die Hürde, das wurde oft genannt, die Hürde, Jugendliche dazu zu bringen, sich zusätzlich zu registrieren irgendwo, also noch so eine extra Seite quasi, die machen ja schon und dann gibt es eben halt auch eine Plattform und dann müssen sie nochmal sich anmelden, wurde doch als sehr hoch empfunden. Habt ihr, ich will mal nicht jetzt vorwegreißen, eine Lösung wahrscheinlich nicht, aber wie geht man mit diesem Problem um, will ich mal so fragen. An euch, an diese Runde hier. Eine Lösung hatten wir öfter besprochen, dass man zum Beispiel, wenn Messenger zum Einsatz kommen sollen, sogenannte Broadcast-Gruppen eingerichtet werden, also die quasi dann eine eindimensionale Kommunikation ermöglichen, also vom Sender zu dem Empfänger. Die gibt es zum Beispiel auf WhatsApp, was ja die meisten Jugendlichen benutzen, und auch auf Telegram und anderen Messengern.
ohne hier zu groß Werbung für was zu machen, aber da hat man dann den Vorteil, dass die Telefonnummern der Gruppenmitglieder nicht für alle sichtbar sind und auch die Telefonbücher nicht automatisch dann ausgelesen werden können von den Messenger-Diensten. Also das ist vielleicht eine Möglichkeit, besondere Restriktionen der einzelnen Träger, die da gegeben sind, nicht umgehen zu müssen, sondern damit dann trotzdem auszukommen. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht zumindest auf einem Kanal online zusammenzuarbeiten oder Informationen streuen zu können. Noch die Frage mal weitergegeben, weil das bedeutet, also bedeutet jetzt eindimensional, ich gebe Informationen weiter als eine Möglichkeit, um nicht andere dazu zu zwingen, selber sich zu registrieren. Die andere, vielleicht noch ein bisschen weitergedacht, mit der Erfahrung, die Mike mitbringt. Mike hat ja ein Tool benutzt, was es in der Form nicht mehr gibt, aber er hat Erfahrungen gesammelt. Also das gibt es schon noch, aber ist nicht mehr aktiv, beziehungsweise ihr seid da nicht mehr aktiv. Er kann es ja gar nicht mal erzählen. Also ich wollte fragen, ihr hattet ja sozusagen auch die Herausforderung, haben die sich da alle registriert auf dieser Plattform oder wie seid ihr damit umgegangen? Mal die Frage an Mike mit diesen Registrierungsproblemen. Ist er noch da? Mikro. Ah, jetzt. Jetzt müsste man mich hören, oder? Jetzt, wunderbar. Hast du mich gehört, Mike? Gehört habe ich, ja. Ja, genau. Wir hatten U-Card und es war ein Problem, dass sie sich anmelden, weil es halt auch völlig unabhängig war von anderen Sachen, die sie schon kannten. Wobei es da auch nicht immer so einfach ist. Also wenn man jetzt auf Facebook, Instagram, Twitter oder sonst irgendwo rumstreuen, so wie ich das auch mache, komme ich ja nicht automatisch zu den Jugendlichen, ne? Oder vielleicht nervt die das auch, wenn ich sie da stalk. Und wir mussten sie also irgendwie auf diese Seite bringen und das hat nicht anders funktioniert bei uns, als dass wir in die Schulen gegangen sind. Also wir sind in die Schulen, wir haben uns die Kids aus unserer Verbandsgemeinde schicken lassen. Bei den Schulen, die mitgemacht haben, waren nicht alle, aber doch recht viele. Und dann habe ich mit denen erstmal sozusagen Offline-Beteiligung gemacht, habe ihnen gezeigt, dass sie tatsächlich Wünsche, Ideen und so weiter haben, weil bei der ersten Frage, was wünscht ihr euch, kam gar nichts. Also haben wir erstmal mit Kärtchenmethode gespielt, damit sie sehen, wir haben tatsächlich was. Und dann haben wir in den Schulen, durften sie sich direkt dann anmelden. Also ich habe immer einen Computerraum genommen. Und dann konnten sie direkt ihr Konto anlegen, die eine E-Mail hatten. Hat da nämlich auch nicht jeder, haben wir dann gemerkt. Und damit das auch noch ein bisschen besser kommt, habe ich das viele Merchandising, was es damals gab, genommen und habe das als Preise dann verlost. Also die ersten, die was geschrieben haben und 10 Ja-Stimmen hatten, die haben einen Preis bekommen. Und so ist da erstmal Leben auf dieser Plattform entstanden. Und dann habe ich natürlich darum gebeten, dass sie jetzt auch Werbung dafür machen. Nicht nur für die Plattform, sondern auch für ihre eigenen Vorschläge, die sie ja schon reingeschrieben hatten. Und so ist das Ganze dann langsam, aber sicher zum Leben erwacht und wurde dann auch genutzt eine Zeit lang, bis sie dann halt nicht mehr zurückkamen. Durchaus auch also die Möglichkeit, Begleitung dieser Registrierung, wenn es nicht anders geht. Da sind es natürlich auch dann wichtig, auf solche Dinge zu achten, wie wie datensparsam diese Plattformen sind, wenn ich das sozusagen dann auch mit begleite, wie weit sehe ich da auch in einer gewissen Verantwortung, wenn ich sie auf eine Plattform schicke und da meine Beteiligung stattfinden lasse. Wir haben ja teilweise auch Plattformen vorgestellt, die sehr, sehr stark darauf achten, dass europäische und deutsche Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Und das Dritte ist, das hatten wir zwischendurch mal in dem Camper auch nochmal angeregt, zumindest, dass es zum Beispiel bei einem Veranstaltungsmanagement-Tool wie dem Camper es natürlich auch Möglichkeiten gibt, sich als Gruppe zu formieren. Also wenn man zum Beispiel wenn man die Hürde als so hoch entwickelt, dass sie sagen, sie müssen sich zum Beispiel, wenn sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Barcamps sein wollen, können sie sich auch als Gruppe anmelden, zum Beispiel, dass man das darüber organisiert, anstatt Gefahr zu laufen, sie sozusagen zu verlieren dadurch, dass sie nur, wenn sie dort auf der Liste stehen, auf dieser Teilnehmerliste stehen, auch teilnehmen können. Da
Das vielleicht als eine sehr weiche Möglichkeit, aber zumindest eine Möglichkeit, um das Tool auch auszuprobieren, vielleicht mit einer interessierten, kleineren Gruppe Jugendlicher und dann eine größere Gruppe sich zu trotzdem an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Ja, Jürgen. Ja, also ich sehe das ein bisschen zweischneidig mit der Anmeldung. Also erstmal, bestimmte Dienste können nur funktionieren, zumindest in der Schreibfunktionalität, wenn ich mich angemeldet habe, aus gutem Grunde, weil es ja nicht nur darum geht, dass ich dann Daten an einen Dienst übermittle, sondern auch selber in der Lage bin, wenn ich registriert bin, mich selber zu verwalten. Das heißt, ich kann meine Einstellung der Sichtbarkeit oder auch Namensänderung, Adressänderung selbstständig vornehmen, ohne dass ich es abgebe. Das, was ich geschrieben habe bei verschiedenen Anwendungen, kann ich selber nochmal korrigieren. Also wenn ich registriert bin bei Padlet oder bei Tracy, dann kann ich eben halt den Text nochmal ändern. Es gibt also auf der anderen Seite auch ganz viel eben halt auch an selbstbestimmenden Möglichkeiten, meine Sichtbarkeit, wie mein Profilfoto auch aussieht, wie ich wahrgenommen werde, auch meine Dinge, Beiträge nochmal zu korrigieren. Und insofern hat es auch ganz viele Vorteile, natürlich sich auch anzumelden und zu registrieren. Ist aber nicht in jedem Fall notwendig. Ich finde weiterhin auch wichtig, dass es möglich sein sollte, auch anonym an Bürgerbeteiligungsverfahren, ich erweitere es jetzt mal, nicht nur Jugendbeteiligung, an Bürgerbeteiligung daran teilzunehmen und da auch mit Pseudonymen zu hantieren. Und wir sind natürlich dummerweise auch immer noch in der Situation, dass die meisten Validierungen per E-Mail laufen und nicht per Codes, was aber eine Möglichkeit wäre. Also, dass ich entweder analog Face-to-Face Registriercodes verteile. Das können auch QR-Codes sein oder eben halt sechsstellige Zahlenkolonnen oder das per Telefon mache, per SMS ganz klassisch, ohne einen anderen Dienst zu nehmen, was ja zumindest bei den großen Anbietern zur Wiederherstellung von Kontodaten, also bei Google oder Facebook hier dann auch funktioniert. Ja, also es wäre ja auch tatsächlich eine Idee, da nochmal zu überlegen, dass man sich nicht mit einer E-Mail, nicht mit einer Telefonnummer registriert, sondern einfach dadurch, indem man einen Code erhalten hat, damit sich gleichzeitig ausgibt als derjenige, dann auch aufzutreten, der man vermeintlich ist. Also eine absolute Sicherheit kann man da sowieso letztendlich nicht gewährleisten. Aber ich denke, dass die Vorteile der Registrierung der Anmeldung schon auch den Nachteilen des möglichen Datenmissbrauchs oder dass Daten eben gesammelt werden, entsprechend dann doch auch überwiegen. Wobei, wir reden ja jetzt nicht zwingend jetzt von den Firmen, die Daten sammeln als das Geschäftsmodell haben, sondern auch von Software, die zum Anliegen hat, dass man sie für bessere Beteiligung nutzen kann. Und da müsste man eigentlich auch mehr darauf setzen und vertrauen auch, dass die Anbieter dafür Sorge tragen, dass die Daten ordentlich getrennt verwahrt und gesichert werden und im Zweifelsfall auch gelöscht werden können. Also einmal vom Teilnehmenden selber, als eben halt auch per Mail beantragt. Dem sind wir sowieso verpflichtet. Also ist mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, jetzt 25. Mai, Stichtag, haben wir das eh alle entsprechend zu bedienen, was nicht unproblematisch ist. Und vielleicht muss der ein oder andere auch zwischendurch seine Seite abschalten, weil er das nicht gewährleisten kann, um entsprechenden Forderungen aus dem Weg zu gehen oder Abmahnungen, die vielleicht auch findige und windige, nicht nur findige, sondern windige Anwaltskanzleien dann auf den Weg bringen werden. Also insofern mehr Achtsamkeit zu dem Thema ist notwendig, gezwungenermaßen, wobei manche Dinge auch es uns schwerer machen werden, dann auch Leute auf einer möglichst einfachen, niederschwellig zugänglichen Weise einzuladen, sich mit einzubringen. Also das Ganze, was an Notwendigkeiten auftritt, mit Daten safe umzugehen, wird allen Beteiligten auch noch mehr Arbeit machen. Das müssen wir schon sehen. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, ungefähr jetzt nach 30 Minuten, frage ich nochmal, habt ihr noch was? Möchtet ihr noch was loswerden zu unserer kleinen Abschlussfeier?
zu diesen großen. Also ich bin nochmal ins Thema eingestiegen, nochmal gesagt, auch nochmal. So, Moment, ach nee, ich habe hier so eine Kaffeetasse. Möchte jemand noch was sagen? Zu diesem ersten, überhaupt weltweit ersten Online-Kurs zur digitalen Jugendbeteiligung. Also ich sag mal so europaweit. Also das ist auf beiden Fällen. Weltweit. Stimmt das? Wenn jemand da was sagen würde, tut das jetzt oder schreibt es später ins Internet rein. Das gibt's ja immer die Möglichkeit. Vielen Dank. Ich will nochmal ganz kurz, ich schütze meine Ohren. Ja, von Dieter kommt nochmal, er hofft auf weiteren Austausch. Natürlich, da sind wir alle mal interessiert und wir bleiben kontaktet. Alle mal. Die Leute, die ihr hier seht, alle in diesem Fenster seht, sind sowieso total auffindbar. Das wollen die auch, indem dass sie sozusagen auch Ansprechpersonen für Beteiligung und digitale Jugendbeteiligung auch nach diesem Kurs bleiben. Insofern fühlt euch herzlich eingeladen, in Kontakt zu treten und auch weiterhin am Thema dran zu bleiben. Dann sage ich Dankeschön für diese Abschlussfeier mit Kaffee und Wasser. Es ist ja auch noch nicht mal um 6, ja? Also ja, Prost. Synchron. Insofern Prost und vielen Dank für diesen JBJ-MOOC. Vielen Dank. Und ich beende mal jetzt die Aufzeichnung und sage in alle Himmelsrichtungen, wenn ich das richtig gesehen habe, mein herzliches Dankeschön. Und das war ganz toll. Ich habe auch Kaffee, sagt der Berliner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tschüss. Bis bald. Macht's gut und vielen Dank.